Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind immer noch auf der Nexus unterwegs und nehmen erstmal wieder all die Quests an, die sich hier derweil wieder aufgetan haben. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Was ist denn los, Sellers? Erzähl mal. Entschuldigen Sie, Pathfinder. Aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden sollte. Ja, hau mal raus, komm. Mein bester Freund wird seit dem Aufstand vermisst. Erzählen Sie. Er war mit einer Frau zusammen, die ins Exil geschickt wurde. Sie war besessen von ihm und ich bin sicher, dass sie ihn entführt hat. Die Machthaber glauben das nicht und es ist ihnen auch egal. Sie sagen, dass er wahrscheinlich freiwillig gegangen ist. Hat er sie geliebt? Die Liebe kann uns zu allem Möglichen bringen. Er hat sie nicht geliebt. Es war nur eine Affäre. Die Initiative hat ihn zum Verräter erklärt. Ich will nicht, dass ihm dieser Makel anhaftet. Ich will seinen Namen reinwaschen. Sanjeev Clement. Die Frau heißt Delaney Rose. Sie muss ihn nach Kadara verschleppt haben. Oh, den habe ich schon gefunden. Pathfinder, diese Namen passen zu einem Log, das wir gefunden haben. Clement wollte fliehen und Rose hat ihn getötet. Wir wissen bereits, was passiert ist. Tut mir leid, Ihr Freund hat es nicht geschafft. Ich wusste es. Armer Sanjeev. Es ist nur ein kleiner Trost, aber ich habe die entsprechenden Daten an Direktor Tern weitergeleitet. Sanjeevs Ruf wird wiederhergestellt. Das ist schön. Ich hatte bereits meinen Frieden mit dem Gedanken gemacht, ihn nie wiederzusehen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Sehr schön, dann haben wir ihn hier auch glücklich gemacht. Dann gehen wir mal noch auf die andere Seite. Da ist auch noch was los. Wilma. Pathfinder Ryder. Wilma, hallo? Was ist los? Warum flüstern Sie? Ich plane eine Überraschung für Stationsleiterin Cash. Sie beschwert sich ständig, dass unser Spirituosenangebot so harmlos ist. Kadara Port soll berühmt sein für seine bizarren Eigengebräue. Es heißt, sie würden ordentlich reinhauen. Es wäre schön, wenn Sie einige davon mitbringen könnten. Und zu niemandem ein Wort. Sie kann sie hören. Nee, in Ordnung. Ich werde versuchen, welche aufzutreiben. Ausgezeichnet. Oh, scheiße. Psst. Bier von den Schwarzmarkthändlern in Kadara Port besorgt aber sowas von. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Also der guten Dame hier ein paar Biere zu organisieren, das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen. Das machen wir sehr gerne. So, Knights EMP-Gerät finden. Hier ist das erste Gerät, das wir dann mal suchen müssen. Ach, hier gibt es gleich drei. Okay. Legen wir mal los. Da unten ist irgendwie wohl eins. Wo denn? Ach da. Verdammtes Schwein. Sie haben mich hintergangen. Knight? Ja, ich bin's. Ich habe sie zu meinem Sohn gelassen. Sie werden diese Sache nicht verhindern. Das ist das, was du sagst. Wir werden sehen. So, wo ist denn der nächste? Irgendwo oben, glaube ich. Da. Zweiter Koffer. Ryder, bitte. Die Nexus braucht diese Computer nicht. Aber wir sind erst vor einem weiteren Overlord sicher, wenn sie weg sind. Das können Sie nicht wissen. Doch, das kann ich. Ich habe alles geopfert, um das Projekt aufzuhalten. Und ich werde jetzt Sie aufhalten. Okay, wir müssen nochmal irgendwo hin. Wo ist denn das letzte EMP-Gerät? Das ist in der Undock-Bucht. Okay. Schauen wir mal, wo wir da das letzte finden. Da könnt ihr auch endlich wieder pennen. Ja, schön. Wie lange das schon dauert, ne? Wenn die Tage schon vergangen sind. Seitdem angeblich diese Lampen repariert werden sollen. So, eben schon noch den letzten Koffer da einsammeln. Da. Ist er doch versteckt da hinten. Zack! Ryder, wir haben Knight umstellt, aber sie hat das letzte dieser Geräte bei sich. Ein Scharfschütze steht bereit, aber sie will mit ihnen reden.
Wir könnten die Sache friedlich beenden. Okay, dann versuchen wir es friedlich. Wo ist sie denn? Da hinten. Okay, wir versuchen mal, dass wir das irgendwie friedlich hinkriegen. Hier mein Bestes. Da steht sie einfach rum, oder was? So, hier, nein, bitte, bitte. Hör mal zu. Kandros meldet, dass der Scharfschütze bereit ist. Verstanden, Sam. Sam. Ein ganz und gar menschlicher Name. Niemand hört jemals zu. Ihr Vater hat sein Mensch-KI-Implantat gebaut. Overlord ging weiter, obwohl ich... Sie fühlen sich schuldig. Warum? Sie wollen etwas begraben. Und ich glaube, das ist es, worum es hier eigentlich geht. Ich dachte, Overlord könnte meinem Sohn helfen. Sie haben aus ihm einen kandidatenfähigen Metzel gemacht. Darum habe ich das Projekt sabotiert. Ich habe Shardcode gefälscht und ihn rausgerissen. Elaine war schwer verletzt. Aber er war am Leben. Und er selbst. Kein. Erst Overlord, dann Sam. Schrecken, die man Kindern aufzwingt. Das muss ein Ende haben, auch wenn ich dafür etwas Unverzeihliches tun muss. Sam wurde gebaut, um zu heilen. Mein Vater hat Sam gebaut, damit meine Mutter eine tödliche Krankheit überstehen kann. Aus guten Absichten entstehen oft die schrecklichsten Dinge. Das weiß ich selbst sehr gut. Elaine ist geheilt. Sam und ich haben Elaine geholfen. Er kommt wieder in Ordnung. Nein. Der Code, den ich geschrieben habe, niemand kann ihn... Sam hat es geschafft. Geben Sie auf, dann können Sie Elaine selbst fragen. Hier. Das letzte Gerät. Danke. Egal, wozu sie mich verurteilen, ich hoffe, dass Elaine mir eines Tages verzeihen kann. Und wenn Sam so ist, wie sie sagen, kann er mir vielleicht auch verzeihen. Wir haben es hinbekommen. Ohne Kopfschuss. Das ist doch schon mal schön. Okay. Ich habe weiterhin eine Beschwerde eingereicht. Was ist denn hier wieder los? Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück. Wo müssen wir denn noch hin? In den Kryo-Bereich vielleicht? Ich guck mal, was wir noch haben. Journal, Logbuch. Gucken wir erstmal, ob hier auf der Nexus noch was ist. Leben im Grenzgebiet, Weltraum, Angriffe auf Nexus-Schiffe untersuchen, untersuchte Orte. Wo muss ich das machen? Mit Sid auf der Nexus treffen, Seuche. Mit dann auf dem Wohndeck der Hyperion treffen. Das ist dann hier oben irgendwo, unten irgendwo. Man weiß es nicht so genau. Wir könnten tot sein. Es gibt echt verdammt viele Quests. Habitationsdeck, dann mal los. Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf der Nexus ins All getrieben. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. So, wo ist denn der gute Mann? Moin, hier ist Party. Macht ihr Party? Ja, die machen Party, ich sag's euch. So, hier wird gelebt, gespielt, getrunken und genossen. Atrium. There we go. Captain Dunn, guten Tag. Tut mir leid, dass ich Sie rufen musste. Aber diese Sache sollte diskret behandelt werden. Okay. Ich höre. Kurzversion. Einer von Harrys Metex hat eine Verwandte an Bord geschmuggelt. Er hat sie aufgeweckt und freigelassen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass diese Verwandte eine seltene Krankheit hat. Noch nicht ansteckend, aber in fortgeschrittenem Stadium. Das war ziemlich dumm. Er hat die gesamte Station einer potenziell ansteckenden Krankheit ausgesetzt? Ja. Wir müssen die Sache unauffällig und rasch klären. Wenn das bekannt wird, haben wir eine stationsweite Panik. Außerdem ist es eine Angelegenheit der Hyperion. Meine Verantwortung. Ich gehöre auch zu Hyperion. Und damit auch meine. Nicht wahr, Captain? Danke, Ryder. Bitte behalten Sie es momentan noch für sich. Mach ich. Wir kommen nur dann ohne große Verluste aus der Sache raus, wenn wir das Problem lösen, bevor das Gerücht sich verbreitet. In Ordnung. Ich kümmere mich darum. Gut. Reden Sie mit Harry. Er kennt die Einzelheiten. Bringen wir die Angelegenheit unter Kontrolle, bevor es zu spät ist. Machen wir. Mit Harry auf der Kryostation sprechen.
wird erledigt. Da hinten ist auch noch eine Quest. Wir müssen auch noch mal unsere Erinnerung von Daddy starten. Das ist hier. Wo wir eh schon mal hier sind. Es gibt so viel zu tun, Alter. So, Sam, lass mal eben Erinnerungen. Ryder, eine der Erinnerungen ihres Vaters ist verfügbar. Ja, jetzt los. Ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt rausfinden, was da los ist und wer dieser Geldgeber ist und wer die gute Dame, also die eigentlich gute Dame, umgebracht hat und warum. Ich bin sehr neugierig, also los geht's. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt vom letzten Tag ihrer Mutter. No. Das klingt sad. Es war ein guter Kampf, Soldat. Er ist noch nicht vorbei. Alec. Nein. Alec, lass uns die paar Stunden genießen. Und danach? Habt ihr euch noch immer? Aber wir wollen dich. Ich liebe dich, Ma. Ich liebe euch beide. Lebt euer Leben. Vollbringt Großes. Ihr habt so viel Potenzial. Und vergesst nicht, verliebt euch mindestens einmal. Wir lassen euch allein. Sag es, Alec. Sag es. Dann sag ich's. Leb wohl. Pass auf die Kinder auf. Sei für sie da. Mach ich. Trauere um mich, Alec, aber gib dich nicht auf. Was hast du immer gesagt, als du ein N7 warst? Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter und nicht entfliehen kannst, dann nutze es. Vergiss das nicht. Sei stark. Nie so stark wie du. Ich liebe dich, Alan. Ich. Das hatte ich nicht erwartet. Das Konzept des Todes bleibt mir verborgen. Ein endgültiges Ende in einem Kosmos, der sonst nur unbegrenzte Möglichkeiten kennt. Der Tod ist erst, ne, alles endet. Alles endet. Das Leben, Sterne, Galaxien. Irgendwann stirbt alles. So läuft es eben. Und dennoch scheint dieser Glaube vielen organischen Lebensformen als eine Art Motivation zu dienen. Er ist der Grund für deine Existenz. Dad hatte gehofft, du könntest sie retten. Und ich habe versagt. Der Tod lässt sich nicht betrügen. Niemand kann den Tod besiegen. Du nicht, mein Vater nicht. Es war Schicksal. Und dennoch habe ich paradoxerweise in diesem Moment das Leben besser verstanden. Inwiefern? Die Tiefe der Gefühle, die ihr Vater für Alan empfand. Er hat sie nicht oft gezeigt. Ein Umstand, den er bedauert hat. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Auf Wiedersehen! Das war vorerst alles. Natürlich. Wieder eine Erinnerung. Wir können mal gucken, ob jetzt ein weiteres Log sich dann wenigstens noch geöffnet hat. Die persönlichen Logs ihres Vaters. Da, Log Nummer 4. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Oh. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Okay, dann hat sich hier noch nichts getan. Gut, dann hauen wir hier wieder ab und reden dann jetzt erstmal mit der Person hier. Wo auch immer der sein mag. Wahrscheinlich müssen wir wieder weg. Man ist sehr viel am Rumrennen. Andromeda-Initiative. Wir müssen jetzt in die Kryostation. Da können wir mal nach unserer Schwester gucken, wie es ihr geht. Die war auch schon lange nicht mehr besucht. Kam es zu einer Geiselnahme, die von der Nexus-Sicherheit gewaltsam beendet wurde. Zahlreiche Beteiligte wurden dabei verletzt. Grund für die Eskalation war die Forderung der Demonstranten,
bei der Stase-Aufhebung nicht länger Personen mit politischen Beziehungen zu bevorzugen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ja, das ist schwierig, ne? So, wir gucken erstmal, was hier abgeht. Oh oh. Verdammte Exilanten. Was ist denn jetzt wieder los? Hey, Pathfinder. Heute war kein guter Tag. Warum nicht? Eine große Lieferung medizinischer Vorräte für die von ihnen gegründeten Außenposten wurde von diesen verdammten Exilanten abgefangen. Späher haben bestätigt, dass sie die Vorräte unter ihren eigenen Außenposten aufgeteilt haben. Das ist nicht gut. Exilanten bleiben Exilanten. Ich kümmere mich drum. Ich werde mich darum bemühen, sie zurückzuholen. Das wäre großartig. Danke. Sollten Ihnen diese Arschlöcher begegnen, können Sie alles wieder in Ordnung bringen. Okay, gefundene medizinische Vorräte. Es ist verrückt. Wir haben sehr, sehr viel Sammelgedönse. Dr. Carlyle. Gut, dass Sie da sind. Hat Dan Sie informiert? Sie hat mir auf jeden Fall genug erzählt. Kranke Person läuft frei auf der Station herum, ist schlimm genug. Ich wünschte, das wäre alles. Vor unserer Abreise hat mein MedTech Charlie seiner Tante geholfen, sich beim Initiative-Programm anzumelden. Er hat beim Auswahlprozess betrogen? Ja, sie hat TH-314. Tödlich in späteren Stadien, hochgradig ansteckend und speziesübergreifend. Die Krankheit war inaktiv, brach aber aus, als Charlie sie aufweckte. Er hat angenommen, es wäre nur die Stase-Krankheit. Es gibt kein Heilmittel, keinen Impfstoff. Sie ist im letzten Stadium tödlich und die Tante ist verschwunden. Wir haben ein Problem. Das klingt wirklich richtig scheiße, dass sozusagen das Coronavirus jetzt hier, das wir mitgebracht haben, ja? Erzählen Sie mir mehr über TH-314. Was muss ich über dieses TH-314 wissen? Die Symptome im ersten Stadium erinnern an die Stase-Krankheit und darauf ist auch Charlie reingefallen. Im zweiten Stadium treten Anfälle von extremer Paranoia auf. Im dritten wird die Krankheit dann virulent. Übertragung durch die Luft, das volle Programm. Ist noch jemand infiziert? Bisher nicht. Den Testergebnissen zufolge, die ich erhalten habe, nachdem Charlie weg war, ist sie noch im ersten Stadium. Wenn sie das dritte Stadium erreicht... Ryder, das wäre übel. Die Krankheit ist selten, aber eine von denen, die Pandemien auslösen. Sie ist ein ernstes Problem. Wo ist Charlie jetzt? Wissen Sie, wo Charlie ist? Er wurde vor kurzem für eine Mission einer Apex-Einheit zugeteilt. Sie ist zurzeit nicht erreichbar. Charlie wusste nicht, dass das Virus nach der Stase ausbrechen würde. Virologie ist nicht sein Spezialgebiet. Sie ist seine einzige Verwandte. Trotzdem hätte er es natürlich besser wissen müssen. Sie ist ein ernstes Problem. Wir müssen dafür sorgen, dass sie eingeliefert wird und niemanden ansteckt. Ich würde gerne ihr Wohlbefinden über alles andere stellen. Aber wir müssen die Auswirkungen berücksichtigen. Aber es ist oberste Priorität, dass TH-314 sich nicht ausbreitet, was es auch kostet. Das wird nicht einfach werden. Muss ich sonst noch was wissen? Handeln Sie rasch, aber diskret. Wir können deshalb nicht die ganze Station in Panik versetzen. Ich muss also lediglich eine ganze Raumstation durchsuchen. Diskret. Alles klar. Es könnte schlimmer sein. Sie könnte die Station verlassen haben und potenziell die Angare anstecken. Fangen Sie beim Zoll an. Da mussten Sie trotz gefälschter medizinischer Freigabe durch, so wie alle anderen. Dr. Okay. Carlyle hat mir Zugriff auf das Profil von Ruth Becker gewährt. Die Datei enthält auch eine Personenbeschreibung. Das hilft uns weiter. Danke, Sam. Sie noch mal kurz gucken, was wir noch haben. Die Kryostation der Hyperion durchsuchen. Auf, ach so, wegen Unterschlagung. Das wäre dann gleich da vorne. Das können wir gleich mal mitmachen. Nur eine Routineuntersuchung. Alles wird gut. Was ist denn das Ding mit der Unterschlagung hier? Wieso wird es nicht an... Ach so. Okay. Schauen wir mal. Das sind gestohlene Vorräte. Ich werde den Dockverwalter informieren. Okay. Gut, dann machen wir mal weiter. Meine Lieben, der Hahn, er ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle erstmal einen kleinen, ganz gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten...
sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.